Perfekt. Also, das heißt, das war der Tag im Endeffekt, wo ich. Bro. Okay, ich hoffe, läuft es? Läuft. Okay, das heißt, das war der Tag, wo ich Maurice Sommer kennengelernt habe. Ja, wo er gerade den Chairman 10 gemacht hat. Ich weiß auch noch ganz genau auf seine Story. Auf dem Weg zum Chairman 10 hat er sich zum Beispiel selber, auch eine mega, mega geile Sache, hat er sich selber Yeezys schon vorher gekauft. Ja, ich sag mal vor 3,5 Jahren waren die ja noch ganz anders im Trend als jetzt. Ne? Hat er sich Yeezys gekauft und hat diese Schachtel bei sich auf dem Schreibtisch liegen gehabt und hat das als Motivation gehabt und hat gesagt, erst wenn ich Chairman 10 gehe, ziehe ich die Dinger an. Erst wenn ich Chairman 10 gehe, werde ich mich damit belohnen, diese Yeezys, die ich mir schon im Voraus gekauft habe, auch wirklich tragen zu dürfen. Ja. Und das fand ich auch schon mal extrem inspirierend. Einfach diese Disziplin, auch diese Selbstmotivation, die man sich damit gibt, habe ich vorher noch nie bei einem anderen Menschen gesehen. Ja, aber dann, es war nicht nur so, dass ich am Tag, wo ich Maurice kennengelernt habe, dass er den Chairman 10 gehittet oder sonst was, sondern er war im Endeffekt an der Position, was ich mir bis dahin nicht vorstellen konnte in unserem Alter. Ja, ich konnte es mir nicht vorstellen in unserem Alter, aber er war grounded as fuck. Ja, tatsächlich, wirst du dich bestimmt sogar noch daran erinnern, Bro, tatsächlich war es sogar so, ich wusste ja vorher nichts von IAM, hatte mit niemandem da irgendwie Kontakt, aber ich hatte dann das Glück, dann auch noch mit Maurice und mit Johnny Lopez, der aus Miami extra da war, ja, damals Chairman 50, heute Chairman 250, ja, mit den beiden zusammen in Maurice ganz brandneuen E-Coupé zum Essen zu fahren, weil wir danach noch essen gegangen sind. Und tatsächlich hatte ich da einen ganz großen Klickmoment, weil ich, no joke, wenn man solche Leute das allererste Mal sieht und dann hört, der macht 10.000, der macht 50.000 und sonst was. Auf einmal, du denkst, das sind Götter. No joke, du denkst auf einmal, das sind irgendwelche Götter, das sind irgendwelche Übermenschen. Aber es gab direkt da einen Klickmoment, was ich mega sympathisch auch da fand, weil wir sind ins Parkhaus rein, das ist so Kleinigkeit. Da weiß ich nicht, ob du dich noch dran erinnerst, Bro. Wir sind ins Parkhaus rein, in ein Auto, sind runter zur Schranke gefahren und dann standen wir in der Schranke und dann, oh, fuck, ich habe vergessen, mein Ticket abzustempeln. Ja. Und dann ist er ausgestiegen. Johnny und ich haben uns kaputt gelacht, hinten sind schon ein, zwei Autos am Stehen und ist noch schnell zum Automaten gerannt. Und das war für mich irgendwie so ein Klickmoment, wo ich gemerkt habe, hey, das ist auch nur ein Mensch. Ja, das war für mich so ein krasser Klickmoment, wo ich gecheckt habe, hey, das ist auch nur ein Mensch. Der macht genauso Fehler, das ist kein Übergott oder sonst was. Das ist zwar mehr als übernatürlich, dass er mit so einem Jahr, mit 21 im Endeffekt so ein Einkommen hat, aber er ist auch genauso ein Mensch, ja, wie jeder einzelne von uns. Und auch dann im Auto, mega Konversation gehabt, echt gut verstanden. Und ich sag mal, in den letzten 3,5 Jahren auch extrem zusammengewachsen, haben einige Trips zusammen gemacht. Und ihr müsst euch auch vorstellen, Maurice ist so der Papa eigentlich von allen Deutschen, meiner Meinung nach. Ja, Richard ist zwar, sage ich mal, die Person, die im Endeffekt, sage ich mal, den ersten Impuls gesetzt hat, IAM nach Deutschland zu bringen. Aber Maurice ist meiner Meinung nach der eigentliche Papa, der sich um alles immer kümmert, der immer guckt, dass alles mit Convention glatt läuft, der immer, wenn irgendwo irgendwas abgeht, alles regelt. Immer, wenn es irgendein Problem mit irgendeinem Chairman oder sonst was, weiß ich weiter, Maurice regelt. Maurice ist immer die Person, die für alles da ist. Und ich weiß auch nicht, wie, Maurice hat immer eine Antwort. Immer. Und er ist immer locker und cool dabei und er sagt, er macht es auch mit so einem Selbstbewusstsein, so für andere so am Paniken, ja, und er ist so ganz cool, zack, er macht das doch einfach so. Ja, er bringt so eine Ruhe in das Ganze rein und ich glaube, ohne Maurice wäre IAM Deutschland definitiv lange nicht da, wo es heute ist. Und jeder von uns kann so dankbar sein, ja, dass es Maurice gibt, dass er im Endeffekt gleich mit den Grundstein für uns alle so gelegt hat, den Grundstein für alles hier im Endeffekt mitgelegt hat und immer noch die nächsten Grundsteine legt. Und deswegen, Bro, ich bin absolut, absolut, absolut happy, absolut blessed, dass du hier heute auf diesem Call bist. Absolut für mich eine riesen, riesen Ehre. Ja, ich bin schon so gespannt, habe hier meine Notizen schon ganz dick offen und freue mich jetzt auf jeden Fall, einige Notes zu nehmen. Deswegen, Leute, rasten mal bitte aus. Alle Chairman Energy in den Chat. Let's get it. Maurice, danke, danke, dass du am Start bist. Let's get it. Tschüss. Geil, vielen, vielen Dank für dein geiles Edifying, Bro. Freut mich extrem, hier am Start zu sein. Sehr, sehr nice. Ich sehe euch alle im Chat ausrasten. Geil, ja, ich habe gerade auch schon zu Lea gesagt, so, ob sie die Story kennt mit den Yeezys damals. War schon lustig. Du bist dann, für die, die es nicht wissen, Leute, Leander ist ein absoluter OG bei IAM. Der ist am selben Tag gestartet wie Marvin. Also, die hatten zusammen damals Launch-Event. Und ich bin mit Johnny auf Tour gewesen und ich habe eben diese Yeezys mit im Kofferraum gehabt, aber ich habe sie noch nicht angezogen, weil, wie Lana schon gesagt hat, so, ich habe mir die in Amerika gekauft, aber richtig rumgehadert mit mir, soll ich mir die kaufen oder nicht? Ich war so, eigentlich wollte ich mir erst im Chairman dann sowas kaufen und davor nicht, weil, keine Ahnung, ich habe davor halt vor dem Chairman oder so, ich habe mich
zwar ein bisschen für Sneaker und so interessiert, aber ich habe nie großartig Geld für Klamotten oder Sneaker oder so ausgegeben. Aber Yeezys wollte ich irgendwie immer schon haben, aber erst an diesen Tagen. Ich habe sie auf Tour dabei gehabt, weil ich wusste so, hey, hier auf Tour, ich werde diesen Chairman machen. Und an dem Tag, wo Marvin und Leander und so dann auch gestartet sind, an dem Tag habe ich sie das allererste Mal zum Launch-Event angezogen, weil ich wusste an dem Tag, am Ende des Tages kann passieren, was will, der Rang steht drin. Das war sehr, sehr geil. War auch so ein Moment, der einfach wieder, wie soll ich sagen, gönnt euch manchmal was. Also setzt euch ein Ziel und wenn ihr das Ziel erreicht habt, so, dann gönnt euch auch was dafür. Belohnt euch selber ab und zu mit Kleinigkeiten und wenn ihr ein größeres Ziel, einen Meilenstein erreicht habt, dann gönnt euch auch einfach mal was Größeres. Ist auch wichtig. Treat yourself good. Ansonsten, Leute, ich habe auf jeden Fall ein bisschen was vorbereitet, ein bisschen was an Content. Ich möchte ein bisschen was mit euch sharen, was ich auch auf den letzten Leadership-Trainings geteilt habe. Ich habe es ein bisschen runtergebrochen auf Sachen, die jetzt wirklich auch für jeden hier relevant sind. Selbst wenn du ganz frisch am Start bist, weiß nicht, wer ist weniger als 3 Monate am Start. Schreibt einmal eine 3 im Chat. Nicht jetzt irgendwie übertreiben und spammen. Einmal eine 3, wenn ihr weniger als 3 Monate am Start seid. Ja, doch, es sind schon auf jeden Fall ein paar. Ja, gerade auch an die Leute, die noch nicht so lange am Start sind, auch für euch, sind die Sachen, die ihr jetzt mitbekommt. Wichtig, schreibt die Dinge mit. Das ist ganz, ganz wichtig. Das wissen die meisten hier wahrscheinlich eh. Wer schreibt, der bleibt, hat man zu mir damals vor 7 Jahren gesagt. Ich habe vor 6 Tagen, am 6. Januar, by the way, mein 7-jähriges Jubiläum einfach im Network gefeiert. Also ich bin seit über 7 Jahren jetzt einfach im Network. Gehe jetzt ins 8. Jahr, schon definitiv wild. Und ich habe viel in diesen 7 Jahren gesehen. Ich habe viele, viele Fehler auf jeden Fall gemacht auch. Aber so unglaublich viele Erfahrungen gesammelt. Und was ich euch direkt von Anfang an mitgeben kann, gerade auch an die Leute, die noch nicht so lange am Start sind, was ihr am Anfang nicht seht und was ihr später dann erst merkt und was jeder mit Sicherheit bestätigen kann, der länger als ein Jahr schon aktiv am Start ist, dass nicht nur der Content, den du bekommst, die Skills, die du dir aneignest im Trading, sondern alles drumherum, deine Persönlichkeit, wie sie sich entwickelt, wie du selbstbewusster wirst, wie du ganz anders auf die Welt plötzlich blickst, wie du plötzlich ganz andere Perspektiven bekommst, allgemein dein Selbstbewusstsein einfach so krass nach oben geht. Das sind alles Dinge, die siehst du am Anfang nicht und die kannst du auch jemandem, der neu startet, im Endeffekt nicht wirklich sagen. Aber meiner Meinung nach ist das viel, viel, viel mehr sogar noch wert als alles andere, als alles, was du sonst noch bekommst. Ich hatte vorhin einen Leadership-Call mit dem Team aus Schweden. Und im Leadership von den Schweden gibt es auch den einen oder anderen, sage ich mal, der ein bisschen sich, ein bisschen abgedriftet ist und angefangen hat, sich links und rechts dann plötzlich viel mehr mit Crypto-Coins, Upcoming Coins, die sehr, sehr klein noch sind, oder irgendwelchen NFT-Projekten und sowas, damit sich auseinanderzusetzen. Und ich habe den Jungs und Mädels gesagt, so stellt euch einfach mal Folgendes vor. Stellt euch einfach mal vor, es sind 2 Menschen, okay? Einer gibt ein Jahr lang Vollgas und checkt die ganze Zeit die neuesten Coins ab, die neuesten NFTs und so weiter und flippt sich dann so ein bisschen hoch und macht jetzt so ein bisschen Geld in einem Jahr, macht ein bisschen mehr und immer mehr. Und am Ende des Jahres kann er sich dann, einen Bored Ape kaufen, ein richtig teures NFT, was über 200.000, 300.000 Dollar kostet. Nur jetzt mal angenommen. Und ein anderer, der gibt ein Jahr lang Vollgas und geht nach diesem einen Jahr Chairman. Okay? Das heißt, wir haben 2 Leute, die ein Jahr lang Vollgas gegeben haben, nach einem Jahr echt gute Erfolge erzielt haben. Aber was passiert jetzt? Jetzt mal nur angenommen, wir gehen in beiden Fällen vom absoluten Worst Case aus, der vermutlich in beiden Fällen so nicht stattfinden wird, aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus. Im einen Worst Case, in dem NFT-Affen-Worst Case, ist es so, dass dieses NFT, dieser Hype ja nur da ist, weil viele große Leute, Celebrities und so weiter da drin sind und Menschen, die sich die hohes Ansehen haben oder einfach sehr berühmt sind. Und das ist im Prinzip der Value von dem Ganzen, dass du Zutritt hast zu einer exklusiven Community und mit Menschen interagieren kannst, an die du normalerweise nicht rankommen würdest. Nehmen wir mal an, der erste steigt da aus und verkauft seinen Affen und ist plötzlich nicht mehr am Start. Und der zweite ist raus und der dritte ist raus und der vierte. Und immer mehr Celebrities merken das, dass immer mehr rausgehen, verlieren das Interesse, verkaufen ihren Affen auch. Und der Affe verliert seinen Wert und ist plötzlich nicht mehr 200.000, sondern nur noch 2.000 wert. Im anderen Worst Case ist jemand, der Chairman gegangen ist, hat sich ein Team von 500 Menschen aufgebaut. Und der Worst Case, der ihm passieren kann, der ihm passieren könnte, der, ich kann es euch vorwegnehmen, nicht passieren wird, aber es ist einfach jetzt nur im Worst Case Gedanken, IM ist von heute auf morgen nicht mehr da.
Das wäre der Worst Case für den Chairman. Aber was hat er? Er hat immer noch ein Team von 500 Leuten. Er hat immer noch 500 Menschen, die er impacted hat oder sie und die ihm oder ihr auf ewig dankbar sein werden, weil sie einen Impact im Leben bekommen haben, etwas kennengelernt haben, was sie so zuvor noch nie gesehen haben. Und mit diesen 500 Menschen kannst du trotzdem weiterhin danach arbeiten. Dann muss halt irgendwas anderes gemacht werden, damit man mit den Menschen arbeiten kann. Aber du hast diesen Impact auf über 500 Menschen gemacht. Du hast etwas für die Ewigkeit. Etwas, was für immer wert. Dieses Bild, dieser Affe ist plötzlich nichts mehr wert. Was machst du dann? Du hast nichts mehr. Du hast niemanden impacted, du hast niemanden geholfen. Du hast nur dir selbst geholfen, Geld zu verdienen, aber niemanden sonst. Und das ist das, was ich so an Network Marketing liebe. Das ist das, was ich ganz am Anfang auch meiner Mom gesagt hat, als sie mich so quasi gefragt hat, ja, was ich später mache, wo meine Rente ist, auch meine Oma. Meine Oma fragt mich ja, wo ist deine Rente? Ich sage so, das Team, was ich aufgebaut habe. Normale Menschen gehen her und zahlen Geld jeden Monat in die Rentenkasse, um da irgendwann mal wieder Geld rauszubekommen. Ich zahle kein Geld in eine Rentenkasse, sondern ich investiere mein Geld in Menschen. Ich investiere meine Zeit, mein Wissen, meine Energie, alles, was ich habe, in Menschen, um Menschen aufzubauen, um etwas aufzubauen, was für immer und ewig da bleibt. Und das ist im Prinzip meine Rente. Das ist meine Rentenversicherung, weil ich mir damit im Prinzip eine Community, ein Menschen aufbaue, mit denen ich auf ewig zusammenarbeiten werde. So, warum sollten wir nicht in 20, 30 Jahren immer noch alle zusammen? Wir werden in 20, 30 Jahren, werde ich mit meinen Wurzeln, jeder von euch, der dieses Baumbeispiel von mir kennt, mit Blättern, Ästen und Wurzeln, mit meinen Wurzeln werde ich in 20, 30 Jahren noch arbeiten. Und das ist im Prinzip meine Rente, wenn man es so nehmen will. Und deswegen habe ich auch den Leadern vorhin in dem Leadership Call gesagt, Leute, fokussiert euch darauf, etwas zu schaffen, was für die Ewigkeit wert. Wenn ihr das geschafft habt, wenn ihr etwas geschaffen habt, wenn ihr etwas aufgebaut habt, was für die Ewigkeit wert, dann kann man mit, weil man dann sowieso an einem Punkt vermutlich ist, wo man auch ein passives Einkommen hat, ein überschüssiges, mehr Geld verdient als das, was man wirklich zum Leben braucht. Und dann kann man dieses Geld verwenden und anfangen zu investieren und in Projekte reinzugehen und dies zu machen und das zu machen und andere Businesses aufzubauen und so weiter und so fort. Aber als allererstes sollte sich wirklich jeder darauf konzentrieren, wirklich was Großes aufzubauen. Und das, was ich gerade gesagt habe, in einem Jahr Chairman zu gehen, ist definitiv möglich. Man kann definitiv in einem Jahr Chairman gehen. Jeder. Jeder kann in einem Jahr, in 12 Monaten Chairman gehen. Zu 100%. Es ist überhaupt kein Problem, 500 Leute in einem Jahr aufzubauen. Selbst mit absolut gar keine Erfahrung. 100%. Aber es braucht dafür einige Dinge. Und du musst vor allem bereit dazu sein, das zu machen, nicht nur was 99% da draußen nicht bereit sind zu machen, sondern du musst bereit sein, das zu machen, was 99% innerhalb von IAM nicht bereit sind zu machen. Das musst du tun. Weil sonst würde es noch viel mehr Chairmans geben, sonst würde es schon Tausende, Zehntausende Chairmans geben. Wenn mehr Menschen bereit dazu wären, das zu tun, was jemand, der Chairman gegangen ist, eben bereit war zu tun, um diesen Rang zu erreichen, um dahin zu kommen. Und wir haben mittlerweile so viele im deutschsprachigen Raum, Chairmans, ich habe Chairmans mittlerweile im Team, die waren nicht mal bei mir im Team, als ich Chairman gegangen bin. Als Leander gestartet ist, als an dem Tag, wo ich Chairman gegangen bin, gab es einige der Chairmans, die jetzt bei mir im Team Chairman sind, die gab es da noch nicht, die waren noch nicht mal da. Austin Gatzi hat mal gesagt, dass er Chairman 100 war auf der Bühne, dass all seine Chairmans, die er jetzt im Team hat, nicht in seinem Team waren, als er selbst Chairman 10 gegangen ist. Die sind alle erst danach gekommen. Und das ist krass. Und das alleine zeigt, dass wirklich in 12 Monate ist eine sehr, sehr große, sehr, sehr lange Zeitspanne. Aber du musst bereit sein, einige Dinge dafür zu tun. Das allererste, was ich mir dazu aufgeschrieben habe, ist, du brauchst absolute Burning Desire und No Excuses. Was meine ich mit Burning Desire und No Excuses? Beides hängt ein bisschen miteinander zusammen. Mit Burning Desire und No Excuses meine ich, dass wenn dir etwas wichtig ist, du immer Wege dafür finden wirst, es irgendwie umzusetzen. Und wenn nicht, dann ist es dir nicht wichtig genug. Dann findest du irgendwelche Gründe, dann findest du Ausreden oder sonstige Dinge. Aber du kannst nicht beides haben. Du kannst nicht Erfolg haben und gleichzeitig Gründe und Ausreden finden, warum du irgendwelche Dinge, die du weißt, dass du die tun musst, nicht tun möchtest. Oder warum du sie nicht tust. Das funktioniert nicht. Du kannst das eine oder das andere haben. Aber Ausreden zu finden, ist immer viel, viel einfacher. Logisch. Aber wirklich, wirklich zu Wege zu finden, nicht. Beispielsweise, als ich im Network gestartet bin an dem Tag, so, ich habe nicht IAM direkt kennengelernt. Ich bin damals in einer Firma gestartet, wo es Nahrungsergänzungsmittel und so gesunde Energy Drinks und so ein Stuff gab. Und
mir hat man nicht gesagt, dass ich auch mit 200-Euro-Paket starten könnte. Man hat mir nur das 500- und 900-Euro-Paket damals gezeigt. Und man hat gesagt, das 500-Euro-Paket ist das kleine und das 900-Euro-Paket war das normale. So, und ich will nicht mit einem kleinen Paket starten. Also nehme ich das normale, was, by the way, einfach mal das teuerste war. Es hat 900 Euro gekostet. Ich war in der Ausbildung. Ich hatte kein Geld, obwohl ich in der Ausbildung war, weil ich war typischer Azubi. So, und am 3. des Monats war wieder alles weg vom Geld, was am 1. aufs Konto kam. Und was habe ich gemacht? Ich bin an mein Sparbuch gegangen. Ich hatte 1.000 Euro auf meinem Sparbuch. Ich wusste, meine Mom wird mir den Kopf abreißen, wenn sie es rausfindet. Aber ich war ja zum Glück schon 18, also konnte ich selber einfach zur Bank gehen und das, die 1.000 Euro vom Sparbuch abholen. Und ja, bin damit dann gestartet. Das war im Prinzip mein Start im Network. Und ich habe auch einfach eine Möglichkeit gefunden. So, ich wusste, meine Mom reißt mir den Kopf ab, wenn ich diese 900 Euro oder diese 1.000 Euro da vom Sparbuch nehme. Aber es war mir einfach wichtig. Ich hätte es als Ausrede verwenden können. Ich hätte sagen können, nee, ich kann nicht starten, weil ich habe das Geld nicht. Ich habe es zwar auf dem Sparbuch, aber daran, da kann ich nicht rangehen, so, weil meine Mom erlaubt es nicht. Was hätte irgendjemand machen sollen? Also klar hätte man dann irgendwelche Einwandbehandlungen oder sonst was machen können. Aber wenn ich dabei festgeblieben wäre, dann wäre ich niemals gestartet. Dann hätten wir jetzt diesen Team-Call nicht. Dann würden, keine Ahnung, zehntausende Leute nicht von IM wissen oder von Network Marketing in general. So. Aber ich habe dafür einfach eine Lösung gefunden, weil es war mir wichtig zu starten. Und genauso müsst ihr für alles andere auch eine Lösung finden. So, wenn du es nicht schaffst, auf ein Event zu fahren, ja, dann musst du Lösungen dafür finden, um auf das Event kommen zu können. Wenn du nicht weißt, wie du nach Barcelona kommen sollst, dann musst du Lösungen finden, wie du nach Barcelona kommen sollst. Wenn du sagst, so, hey, ich hatte eigentlich alles ready für Barcelona, aber jetzt wurde Barcelona irgendwie verschoben und jetzt ist es 2 Monate später und jetzt struggle ich, weil ich nicht weiß, wie ich das jetzt machen soll, dann wirst du Lösungen dafür finden. Immer. Wenn du möchtest, dass du nach Barcelona kommst, wenn es dir wichtig genug ist, wirst du Lösungen finden für alles. Man findet immer für alles im Leben Lösungen. Und nur weil du gerade vielleicht jetzt für dein Problem keine Lösung parat hast und deswegen denkst du, ja, Blödsinn, es gibt auch Dinge, für die gibt es keine Lösung, so wie für mein Problem gerade. So, nee, gibt es trotzdem. Du hast sie nur noch nicht gefunden. Also versuch aus einer anderen Perspektive zu denken. Allgemein im Leben immer, wenn ihr Lösungen sucht für Probleme. Und wir sind bezahlte Problemlöser im Prinzip. So, wenn du ein Rank-Up machen möchtest, dann musst du Probleme lösen von Leuten in deinem Team. Und umso mehr Probleme du löst, desto erfolgreicher wirst du. Das heißt, du musst lernen, Probleme zu lösen. Nicht nur deine eigenen, sondern auch die von anderen. Und wenn du selber Probleme hast, sei dankbar dafür. Weil wenn du weißt, wie du dieses Problem löst, dann kannst du nächstes Mal jemandem helfen, der genau dasselbe Problem hat, es zu lösen, weil du es bereits gelöst hast. Und du bereits weißt, wie es funktioniert. Das war eines der krassesten Sachen, die mir Richard mitgegeben hat, wo er gesagt hat, wo ich zu ihm so meinte, so, ey Bro, warum passiert uns so viel Scheiße? 2016, das erste Jahr, wo wir zusammen gearbeitet haben, da ist wirklich viel Scheiße passiert. Und es wurden uns so viele Steine in den Weg gelegt. Und ich war an einem Punkt, wo ich zu Richard gesagt habe, warum passiert uns dieser ganze Blödsinn? So, wir haben gute Intentionen, wir haben gute Werte, wir bauen was Vernünftiges auf, aber warum werden uns so viele Steine in den Weg gelegt? Und Richard sagt so, sei doch froh. Ich so, wieso soll ich froh sein? Er so, naja, ganz einfach, weil diese Sachen nur aus 2 Gründen passieren. Erstens passiert uns das Ganze, damit wir damit wachsen. Weil wenn wir Probleme von uns selbst lösen, wachsen wir daran. Das ist Grund Nummer 1. Und der 2. Grund ist, weil wir Leute im Team haben werden, die genau dieselben Probleme haben werden. Und wir können diese Probleme dann lösen. Und dann war ich so, wow, krass. Alles verändert in dem Moment. So, und was hat Richard gemacht? Er hat aus einer anderen Perspektive das Ganze betrachtet. Also ich habe das aus der Perspektive des Problems betrachtet, Probleme zu haben. Und er hat es aus der Perspektive, also aus der Lösungsperspektive quasi betrachtet, Probleme zu haben. So, er hat direkt eine Lösung dafür gehabt, warum es gut ist, Probleme zu haben. So, crazy. So, das hat bei mir nicht nur Klick gemacht, so, das hat vieles verändert. Das hat einfach meine Sicht auf Dinge, auf Probleme komplett verändert. Der nächste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, Leute, ist Work Ethic. Weil Work Ethic ist definitiv das, was dich am Ende in den Chairman bringen wird. Alle anderen Dinge auch, aber halt nur so passiv, nur so, sie gehören irgendwo dazu, aber es ist nicht das Wichtigste. Das Allerwichtigste ist Work Ethic. Das Allerwichtigste ist am Ende des Tages, dass du die MMAs machst. Und es gibt nur 2 Dinge, für die wir gezahlt werden. Was sind die 2 Dinge? Schreib mal in den Chat. Ja. Eigentlich ist es nur eine Sache, Kunden, ja. Aber die kann man auf 2 Sachen aufteilen. Entweder weil du Kunden oder wenn du Kunden startest oder wenn du jemandem dabei hilfst, einen Kunden zu starten. That's it. So, das sind die einzigen 2 Dinge, für die wir gezahlt werden. Alles andere, für das zahlt dir Christopher Terry am Freitag kein Paycheck. So, für das kommt dein Payout nicht.
Dein Payout kommt nur dafür, wenn du Kunden startest und wenn du anderen Leuten dabei hilfst, Kunden zu starten. That's it. Mehr gibt's nicht. Warte, habe ich jetzt gerade meine Notizen gelöscht? Nee, da sind sie. Es gibt nur diese zwei Dinge. Und alles andere ist auch irgendwo wichtig. Ein Buch zu lesen ist wichtig. Mentorship-Calls sich anzuschauen ist wichtig. Hier auf diesem Call zu sein ist wichtig. Aber den Chairman hast du dadurch nicht im Backoffice. Du kannst jetzt das ganze Jahr Bücher lesen, das ganze Jahr Mentorship-Calls gucken, das ganze Jahr auf Team-Calls sein, aber wenn das alles ist, was du tust, wird sich in deinem Backoffice nichts verändern, gar nichts. Und deswegen sage ich, das sind die einzigen zwei Dinge, für die wir gezahlt werden. Das heißt, alles andere, was du machst, machst du zusätzlich. Das machst du nicht für deinen Rang. Das machst du nicht dafür, um einen Rank-Up zu machen. Das machst du nicht, um deinen Zielen und deinen Träumen hinterher zu jagen. Das machst du, um dich weiterzuentwickeln. Das machst du, um zusätzliches Wissen dir anzueignen, um dann das, was du eigentlich machen musst, um Geld zu verdienen, nämlich Kunden zu starten oder Leuten dabei helfen, Kunden zu starten, um das besser zu machen, um das professioneller zu machen, um das effizienter zu machen. Dafür schaust du dir Team-Calls an. Dafür liest du Bücher, dafür machst du Personal Development, um Menschen besser zu verstehen, um beispielsweise mit dem Buch jemand Freunde gewinnt. So, wenn du das Buch zum Beispiel liest, so, dann wirst du nicht automatisch deswegen irgendwie beliebter. So, aber wenn du anfängst, die Dinge umzusetzen, die in diesem Buch stehen, dann wird dir das helfen. Das ist das, was du im Endeffekt mit Informationen machst, was du mit dem Buch machst. Aber das machst du nicht tagsüber. Das machst du nachts. Das habe ich auch ganz oft jetzt in der letzten Zeit auch auf Leadership-Trainings und so weiter gesagt. So, ich nehme immer Ilya ganz gerne als Beispiel dafür. In Ilya hat sich unglaublich viele Mentorship-Calls von einem Austin Gatzi reingezogen. Aber ein Ilya ist trotzdem niemals hergegangen und hat das um 18 Uhr gemacht oder um 15 Uhr oder um 23 Uhr, sondern um 3 Uhr nachts. So, dann, wenn alle geschlafen haben, dann, wenn er keine Calls mehr machen konnte, dann, wenn er nichts mehr anderes machen konnte, dann ist er hergegangen und hat sich Mentorship-Calls von einem Austin Gatzi reingezogen. Aber nicht irgendwie tagsüber, um sich selber einzureden, sodass er produktiv ist, weil er jetzt Mentorship-Calls guckt, weil er davon läuft, Calls zu machen. So, das hat er nicht gemacht. Aber es machen ganz viele. Das machst auch du vielleicht. Dass du ein Buch liest, Mentorship-Calls reinziehst oder irgendwas anderes machst, wo du weißt, es ist auch irgendwo wichtig. Es hat was mit Personal Development zu tun. Aber Personal Development ist keine Ausrede dafür, keine Calls zu machen. So, aber das wird von uns gern dafür verwendet. Und wir glauben das Ganze dann auch irgendwo. Genauso wie man sich dann auch selber irgendwo einredet, ja, ich muss jetzt erstmal im Trading irgendwie total gut werden. Ich muss jetzt erstmal professioneller Trader werden. Ich muss jetzt erstmal einen Haufen Profite im Trading machen. Ich muss jetzt erstmal ein dickes Portfolio haben im Kryptobereich. Und das brauchst du alles nicht. Nichts davon brauchst du. Du musst nicht krass im Trading sein. Du musst krass darin sein, Leuten Trading näher zu bringen mit Hilfe von IM, mit den Tools von IM, mit den Videos, den Live-Sessions. Das muss man machen, wenn man im Network erfolgreich werden will. Wenn du im Trading erfolgreich werden willst, dann musst du dich mit Trading beschäftigen, gar keine Frage. Aber du musst halt für dich wissen, was hat für dich Priorität, was ist für dich wichtiger. Willst du jetzt aktuell dich voll aufs Trading fokussieren und ein Kunde sein, dann sei Kunde. Und dann fokussiere dich voll und ganz aufs Trading. Und das ist ja auch super. Das soll auch jeder so machen, wie er möchte. Mir persönlich ist, wenn jemand bei mir startet, mir ist ein Kunde lieber als ein Vertriebspartner. Weil ein Vertriebspartner macht nur Probleme und ein Kunde, der fragt nur, wenn er was braucht. Wenn der nicht fragt, dann passt alles, dann läuft alles. Dann hat er seine Videos, dann findet er alles. Wenn er was nicht findet, dann fragt er. So, deswegen mir persönlich, mir sind Kunden lieber als Vertriebspartner. Deswegen jeder, der nur traden möchte, dann soll nur traden. Aber wenn du hier auf diesem Call bist, weil du im Network erfolgreich werden möchtest, dann sind das die Dinge, die du tun musst. Dann musst du auch hundertprozentigen Fokus darauf haben. Natürlich solltest du die Basics darin beherrschen. Ganz am Anfang. Aber das ist das, was ich zumindest persönlich immer jedem sage, bevor er bei IAM startet. Erstmal sammle Ergebnisse für dich selbst. Schau, dass du selber Ergebnisse mit den Produkten hast. Weil es wird dir langfristig im Teamaufbau viel mehr helfen, wenn du selber Ergebnisse hast. Weil du dann ganz anders mit Leuten sprichst. Weil du ein ganz anderes Feeling hast, wenn du selber Ergebnisse an deinem eigenen Smartphone siehst und selber weißt, hey, ich habe Profite mit den Produkten gemacht, die Produkte funktionieren. Es ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn du nur weißt von anderen, dass die Produkte funktionieren. Du sprichst ganz, ganz anders. Wenn du selber an dir siehst, bist du zu 100% überzeugt. Es gibt keinen Zweifel mehr, weil du hast es an dir selbst gesehen. Wenn du es nur bei anderen gesehen hast und ein sehr, sehr guter Freund zu dir kommt, der vielleicht, keine Ahnung, sehr, sehr überzeugend ist, so dann kann es sein, dass du anfängst, mehr zu glauben, dass es nicht funktioniert, als dass es funktioniert,
Einfach nur, weil du es an dir selbst noch nie gesehen hast. Und deswegen sage ich eben sowieso immer am Anfang, erstmal für sich selbst Ergebnisse sammeln und dann rausgehen. Das heißt, ich hoffe, dass eh jeder von euch selber schon mal Ergebnisse mit IAM erzielt hat. Wer hat schon, schreibt mal einmal, nicht spammen, so. Schreibt einmal eine 777 in den Chat, wenn ihr schon mal Ergebnisse mit IAM, also wenn ihr Profite mit IAM schon gemacht habt, mit den Produkten, mit den Tools. Und das Ding ist, ich hoffe, dass wirklich jeder hier das schon gemacht hat. Wenn nicht, dann muss das deine Priorität sein, definitiv auch, mit den Produkten Geld zu finden. Weil langfristig, wir sind hier für den langfristigen Erfolg. Also du bist hoffentlich nicht nur hier für 2-3 Monate, weil ansonsten kann ich dir gleich sagen, das funktioniert nicht. So, du wirst hier in 2-3 Monaten keine riesigen Sprünge machen, weder im Network noch im Trading. So, es soll auch gar nicht so sein. Selbst wenn du riesige Sprünge im Network in 2-3 Monaten machst, so das bounced wieder zurück. Das kannst du nicht halten, dieses Momentum am Anfang, weil du diese ganzen Fehler noch machen musst, diese ganzen Erfahrungen noch machen musst, die du dann noch vor dir hast. Aber jeder, der hier wirklich long-term, also für den langfristigen Erfolg da ist, wichtig, Leute. Konzentriert euch darauf, gerade am Anfang, dass ihr Ergebnisse auch sammelt, dass ihr selber die Profite bei euch seht, weil für den Teamaufbau langfristig wird es euch sehr, sehr viel helfen. Und die Art und Weise, wie ihr sprecht, macht sehr viel aus. Sehr, sehr, sehr viel. Deswegen lässt du ja auf einem Event beispielsweise meistens Leute sprechen, die schon mehr Erfahrung haben. So, weil es einfach einen riesigen Unterschied macht, wie man spricht. Nicht nur, was man sagt. Was man sagt, ist gar nicht so wichtig, sondern wie man es sagt. Ob man das Ganze überzeugend sagt, wie man spricht, ist sehr, sehr wichtig. Und das verändert sich definitiv durch Erfolge im Produktbereich. Dann, was ich mir aufgeschrieben habe, wichtige Skills für jeden, der frisch gestartet ist, für jeden, der P0, 2&3, P150, P600 ist. Das Wichtigste in dem Bereich ist Einladen und Edifying zu mastern. Diese zwei Skills, die müssen einfach sitzen. Du musst wissen, wie du Leute perfekt einlädst. Und du musst wissen, wie du eine Upline richtig edifyst. Weil gerade in einem Dreier-Call, umso besser dein Edifying ist, desto einfacher hat es deine Upline, das Follow-up und das Closing zu machen. So einfach ist es im Endeffekt. Das sind die zwei wichtigsten Skills für, sag ich mal, die ersten, die unteren Ränge. Und dann für P1, P2, auch P5 sind drei Dinge wichtig zu mastern. Es sind drei Dinge wichtig, in denen du richtig gut werden musst. Beziehungsweise eigentlich sind es zwei, weil zwei von den Dingern kann man eigentlich zusammennehmen. Das erste ist, zu lernen, wie du richtig gut präsentierst, also richtig gut im Präsentieren zu werden, ist Punkt Nummer 1. Und Punkt Nummer 2 und 3, die gehören irgendwie zusammen, ist Follow-up und Closing. So, ist irgendwo ja auch dasselbe. Und das sind die Dinge, auf die du dich konzentrieren musst, sobald du Edifying und Invites komplett gemastert hast. Weil wenn du diese 5 Dinge alle kannst, einladen, Edifying, präsentieren, Follow-up und Closen, dann bist du im Independent Club. So, du bist vielleicht jetzt schon Independent Business Owner, aber erst wenn du diese 5 Dinge alle perfekt kannst, bist du im Independent Club. Weil dann bist du unabhängig. Dann kannst du ganz alleine arbeiten. Dann brauchst du keine Upline mehr. Dann brauchst du niemanden mehr, der dir hilft, weil du alles selber kannst. Das heißt nicht, dass du deine Upline nicht mehr nutzen sollst, so, aber das Ganze nach dem Prinzip so fire your Upline. So, du brauchst sie nicht. So, es ist gut für dich, dass sie da ist, aber du brauchst sie nicht, um das Business aufzubauen. So, es gibt dir ein gutes Gefühl. So, keine Ahnung, Marvin, der braucht mich nicht, um das Business aufzubauen. Michi Amberger braucht mich nicht, um das Business aufzubauen. Aber ihr könnt die beiden ja mal fragen, ob es denen calm ist, also so ein beruhigtes Gefühl gibt, zu wissen, dass ich da bin. Das ist dann deine Aufgabe irgendwo dann noch als Upline irgendwann, weil darauf willst du ja jeden Einzelnen in deinem Team bringen, an diesem Punkt, dass sie völlig alleine arbeiten können. Marvin, als er gestartet ist, konnte nicht völlig alleine arbeiten. Michi, als er gestartet ist, konnte nicht völlig alleine arbeiten. So, aber jetzt sind sie an diesem Punkt und das muss ja das Ziel sein, jeden dahin zu bringen, dass man völlig selbstständig arbeiten kann, dass man im Prinzip alles alleine machen kann. Weil erst dann wirst du auch merken, so dann kannst du anfangen, plötzlich Momentum innerhalb deines Teams hochzufahren. So, selbst wenn alles andere links und rechts stillsteht, so du kannst Momentum bei dir ins Team reinbringen, weil du alle Skills dafür hast, die du brauchst, um Momentum reinzubringen. Deswegen schaut wirklich, dass ihr an euren Skills arbeitet und dass ihr immer und immer besser werdet in all diesen Bereichen. Schaut euch die Leute an, die das haben im Prinzip, die da schon sind, wo ihr hin möchtet. Zum Beispiel, ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe vorhin gesagt, gut im Präsentieren zu werden. So,
keine Ahnung, ich mag das nicht so, wenn ich über mich selber sowas sage, aber ich habe mir sagen lassen, ich sei ganz gut im Präsentieren, gerade auf Events und so weiter. Und irgendwann mal, oder ich wurde auch schon ein paar Mal gefragt, wie es dazu kam, dass ich bei Events, dass ich so präsentiere, wie ich präsentiere. Und die Antwort ist im Prinzip ziemlich simpel, weil früher war das nicht so. Ich war früher nicht wirklich so offen, sage ich mal, dass ich mich da selbstbewusst vor Leute hinstellen hätte können. Ich kann mich erinnern, als ich das allererste Mal auf einem Event vor 25 Leuten gesprochen habe, da habe ich nur das Edifying machen sollen für den ersten Speaker, okay? Und ich habe, weil ich so nervös war, mir 4 Sätze auf so einen Zettel aufgeschrieben. Und ich bin diese 4 Sätze immer und immer wieder durchgegangen. Ich habe sie mir die ganze Zeit durchgelesen. Jedes Mal diese 4 Sätze. Und ich habe es versucht, auswendig im Kopf zu wiederholen. Und die Person, die ich geedified habe, war der ehemalige Nationaltrainer von der österreichischen Biathlon-Mannschaft. Und den kannte man halt so. Und ich stand da vorne und sollte dann edifyen. Und ich kannte den auch, aber ich habe nicht mal mehr Biathlon rausgebracht. Also mir ist nicht mal mehr die Sportart eingefallen, wo er, gerade dass ich noch wusste, dass es von der österreichischen Mannschaft war, wisst ihr, was ich meine? So, ich habe von den 4 Sätzen nicht mal 2 rausgebracht und habe komplett zitternde Knie gehabt. So, das war meine allererste Erfahrung, vor 20, 25 Leuten oder so zu sprechen. Aber ich wollte es unbedingt, ich habe eine Woche davor, wo ich das allererste Mal auf so einem Event war, bin ich zu dem, der das Event geleitet hat und habe gefragt, ob ich nicht nächste Woche die Einleitung machen könnte. So, also ich wusste, dass das nicht gut wird, aber ich wollte es trotzdem machen. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte irgendwie im Network von Anfang an so immer diesen Drang, so einfach aus meiner Komfortzone zu gehen. So was einfach was auszuprobieren, mich neuen Herausforderungen zu stellen, neue Challenges zu akzeptieren, zu machen, wie auch immer. Und wie bin ich jetzt eigentlich zu dem Punkt gekommen? Genau. Und dann habe ich mir irgendwann mal mit Präsentieren, ich habe es immer mehr und immer öfter gemacht. Und irgendwann mal war es dann so, als wir bei IAM gestartet sind, ich habe mir einfach die Präsentationen immer wieder angeschaut. Zum Beispiel am Anfang gab es nicht so viele. Da gab es zum Beispiel die von Alex Morton. Die habe ich mir immer und immer wieder reingezogen. Immer und immer wieder die Präsentation von Alex Morton angeschaut. Dann gab es immer mehr Präsentationen von verschiedensten Speakern. Und ich habe mir die alle angeschaut. Immer und immer und immer und immer wieder. Und die besten Teile aus jeder Präsentation habe ich mir rausgenommen. Und wenn du von den 10 besten Speakern, die du findest, die 10 besten Prozent jeweils rausnimmst und das zusammensetzt, ne, dann hast du die besten 100%, die du finden kannst. Und so habe ich dann im Prinzip auch meine Präsentation geformt. Die Dinge, die ich darin sage, die Beispiele, die ich da drin bringe. Klar gibt es dann auch mal irgendwie persönliche Beispiele oder so oder Dinge, die dann wirklich von mir selber kommen. Aber der Großteil in jeder Präsentation sind Dinge, die ich einfach nur woanders gesehen habe und einfach übernommen habe. Die habe ich nicht erfunden oder sonst was, sondern ich habe es einfach nur woanders gesehen und dann selber verwendet. So, weil es ist ja nirgendwo ein Copyright drauf oder so. Also ihr könnt ja im Prinzip, ihr könnt ja alles an Informationen, alles verwenden, was ihr irgendwo findet und was für euch Sinn macht. Es muss halt authentisch sein, aber das ist normalerweise sowieso, wenn du etwas selber rausnimmst, was du quasi sagst, so hey, das ist geil, so, das kommt gut rüber, das kann ich gut rüberbringen. Was habe ich noch aufgeschrieben? Genau, also das ist auf jeden Fall so viel zu den wichtigen Skills. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, Push-Mentality. So, Push-Mentality, wer weiß, was es heißt? Was heißt Push-Mentality? Also, was ist die Push? Für was steht Push? Weiß keiner? So schwierig zu schreiben? Motivation? Nee, Push, also Push, das sind quasi 4 Wörter. Und die Anfangsbuchstaben sind Push zusammengenommen. Push steht für Persist Until Something Happens. Zu lange H, die Wörter. Ja. Persist Until Something Happens. Das ist Push-Mentality. So, jetzt sehe ich viele fragende Gesichter. Was ist Persist Until Something Happens? Persist Until Something Happens heißt einfach, dass du immer weitermachst, bis etwas passiert. Du machst immer weiter, so, bis was passiert. So, du machst Calls, after call, after call. Und du kriegst ein Nein nach dem anderen. Aber irgendwann kriegst du das erste Ja. Startest eine Person und registrierst sie. Dann ist was passiert. Und dann gehst du wieder back to zero. Und dann machst du wieder weiter. So lange, bis irgendwas passiert. Und dann gehst du wieder back to zero. Und das ist Push-Mentality. Die Mentalität, die Einstellung zu haben, jedes Mal auf Null zu starten und einfach so lange was zu machen, bis was passiert. Und dann geil. Und dann wieder zurück auf Null. Und dann wieder so lange weitermachen,
bis wieder irgendwas passiert. So, das ist im Prinzip Push-Mentality. Ich habe mir auch dazu noch aufgeschrieben, wenn Leute nicht an dich glauben, muss das dein größter Ansporn sein, ihnen zu zeigen, dass sie falsch liegen. Also das war zumindest für mich der allergrößte Grund, immer weiterzumachen und Push-Mentality zu entwickeln. So, weil, was war die Option? So zum Beispiel, welcher Call waren das? Das war der Call mit Hussein letztes Mal, Hussein und Ilya. Und da hat Hussein mich am Ende gefragt, so, hey Bro, was würdest du jetzt den Leuten mitgeben, so quasi für, das war noch vor Ende des Jahres, glaube ich, entweder jetzt fürs Ende des Jahres oder für jetzt überhaupt das komplette Jahr, irgendwie so. So, was ich jetzt den Leuten nochmal final mitgeben würde, so, warum es sich quasi lohnt, Gas zu geben und zu hustlen und einfach, ja, einfach Gas zu geben. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Frage war. Sie war aber so in diese Richtung quasi. Und ich bin dann da gesessen und habe es überlegt und ich meinte dann so, ja, was ist denn die Option? What's the option? So, was willst du denn sonst machen? Also jetzt wirklich ganz blöd gefragt. What's the option? Wenn du nicht Gas gibst und nicht was machst, was dein Business und damit auch deine Zukunft voranbringt, auf sich näher an deine Goals und an deine Träume bringt. Wenn du nicht daran arbeitest, was machst du denn dann? Netflix gucken? So, klar, du kannst auch einfach 2 Stunden Netflix schauen und du wirst dich während den 2 Stunden, keine Ahnung, unterhaltend fühlen und Kopf abschalten können, aber nach den 2 Stunden ist der Film aus und dann bist du wieder in der Realität. Und dann hast du dich wieder selber, weil du dir denkst, was bin ich für ein faules Stück, bla bla bla. So, weil ich jetzt 2 Stunden wieder in Netflix drin gehangen bin, einfach nur, weil ich zu faul bin, um das zu tun, wovon ich eigentlich weiß, dass ich es tun muss, aber es ist einfach zu hart, es ist zu anstrengend. Ich habe zu sehr Angst davor, ein Nein zu kriegen oder was auch immer du sonst für eine Ausrede hast. Und das war das, was ich meinte. Ich meinte einfach so, what's the option? Was hast du für eine andere Option? Und das frage ich euch auch so, was hast du für eine andere Wahl, was machst du sonst? Und für mich war das auch immer der Grund, um Push-Mentality zu haben, um niemals aufzugeben und immer weiterzumachen. Dieser Antrieb zu wissen, dass wenn ich nichts mache, dann bleibe ich einfach stehen. Das ist ja völlig bescheuert. Also irgendwo muss ich ja hingehen, in irgendeine Richtung muss ich ja moven, also irgendwas muss ich ja machen. Ich kann ja nicht einfach stehen bleiben. So, also entweder gebe ich auf und gehe in eine ganz andere Richtung, dann können aber alle anderen mit dem Finger auf mich zeigen und sagen, wir haben es dir doch gesagt, das ist nichts, das funktioniert nicht, das machst du nicht lange, bla 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 bla. So, oder ich gebe einfach Gas und ich mache weiter. Ich habe doch nur die 2 Möglichkeiten. Stehen bleiben kam für mich nicht in Frage, weil das ist ja völlig dumm. So, aber aufzugeben und allen anderen quasi die Berechtigung zu geben, mit dem Finger auf mich zeigen zu können und das zu Recht, das war irgendwie immer der Antrieb, eben weiterzumachen, weil ich das niemals wollte, weil das hat jeder Einzelne von uns selber in der Hand. Und ich denke, jeder, der hier am Start ist, hatte schon mal den Moment, wo irgendjemand mit dem Finger auf dich gezeigt hat und gesagt hat, ja, so du mit deinem Business oder das funktioniert nicht oder bla, bla, keine Ahnung, was Leute halt so reden. Ich habe mir das schon lange nicht mehr reingezogen. Das ist Jahre her, dass ich mir das von Leuten reingezogen habe. Irgendwann auch alles vergessen, was sie so gesagt haben. Aber halt diese ganze negative Kacke. So. Und das hatte jeder von uns schon mal. Aber das ist doch eigentlich der größte Ansporn, immer weiterzumachen und immer weiter Gas zu geben, um eben nicht den Leuten dann die Möglichkeit zu geben, zu sagen, hey, wir haben es ja auch gesagt. Und was ihr euch definitiv auch anschauen solltet für dieses Jahr, um auch wirklich das volle Potenzial aus dem Jahr rauszuholen, ist, schaut euch erfolgreiche Leute an. Schaut euch erfolgreiche Menschen bei IAM an. Schaut euch erfolgreiche Menschen außerhalb von IAM an. Sucht euch einen Mentor außerhalb vom Network Marketing. Sucht euch jemanden, einen Mentor. Und ein Mentor muss nicht jemand sein, den ihr persönlich kennt. Ein Mentor kann auch jemand sein, der Videos auf YouTube macht, der Podcasts macht, der, keine Ahnung, Instagram Lives macht. Das ist völlig egal. So, das kann alles möglich sein. Das muss niemand sein, den du persönlich kennst. Aber es sollte jemand sein außerhalb von Network Marketing, der dich inspiriert.
Also definitiv, schaut euch auch oder holt euch doch da außerhalb von eurem Bereich, weil dadurch kriegt ihr auch nochmal neue Eindrücke, kriegt nochmal neue Impressionen, ihr lernt nochmal andere Dinge. Das ist definitiv wichtig, aber wie gesagt, nehmt das nicht als Ausrede, sich um 15 Uhr nachmittags sowas reinzuziehen, weil man irgendwie sich selber anlügt, dass das jetzt wichtiger ist, als Calls zu machen. Macht das nicht, macht diesen Fehler auf keinen Fall, aber tut auf jeden Fall euch selbst den Gefallen, euch mit erfolgreichen Menschen zu beschäftigen. So, schaut euch an, wer lebt das Leben, das ich leben will, so, wer ist am erfolgreichsten, wen kann ich kopieren, wo kann ich mir was rausnehmen, was ich selber so für mich umsetzen kann, und stellt euch auch einfach mal vor, wie euer Leben sich anfühlen würde, wenn euer jetziges Jahreseinkommen euer Monatseinkommen ist. Wenn du einfach das, was du jetzt aktuell im Jahr verdienst, plötzlich im Monat verdienst. Stell dir einfach mal vor, wie dein Leben dann aussehen würde. So, das könnt ihr gerne nach dem Call in einer ruhigen Minute machen oder auch in ein paar ruhigen Minuten, euch einfach mal vorzustellen, wie euer Leben aussehen würde, wenn ihr einfach das, was ihr aktuell im Jahr verdient, plötzlich im Monat verdient. Was würde sich ändern? Würdest du woanders wohnen? So, würde dein Tagesablauf anders aussehen? Würdest du noch da arbeiten, wo du jetzt arbeitest? So, stell dir einfach all diese Dinge vor. Und dann stell dir vor, wie dein Leben dann aussehen würde. Weil die Vorstellung davon ist sehr schön. Und das auch gibt einem Inspiration, Motivation. Weil es ist wichtig, dass du das selbst kreierst. Es ist wichtig, dass du diese Motivation nicht nur kriegst, weil du jetzt hier auf diesem Call warst und danach motiviert bist und dann machst du heute noch 3 Calls und dann gehst du schlafen und morgen ist wieder alles beim Alten. So, dass das nicht passiert, dafür ist wichtig, dass du dich selber motivieren kannst. Und das Motivation kommt immer von Inspiration. Und wenn ich früher daran gedacht habe, wie mein Leben mal aussehen könnte, wenn ich einfach, für mich damals, als ich im Network gestartet bin, war dieses magische Wort Six Figures. So Six Figure war so ein richtig magisches Wort damals, so Six Figure Earner. Ich kannte das davor nicht. Ich habe das damals, so vor 7 Jahren, mit 18 Jahren, das allererste Mal gehört. Das war immer magisch. Und ich habe mir dann immer vorgestellt, wie mein Leben einfach aussehen würde, wenn ich ein Six Figure Earner wäre. Und das war inspirierend für mich. So, daraus habe ich meine Motivation geschöpft. Weil ich wusste, ich kann an diesen Punkt kommen. Warum soll ich da nicht hinkommen können? Warum soll nicht jeder einzelne von euch an diesen Punkt kommen können? Warum nicht? Kann jeder. Aber ihr müsst selber daran glauben. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ihr selbst nicht daran glaubt, so, dann wird es schwierig. Klar, Leander, ich bin mir sicher, dass gerade die Leute, mit denen Leander eng arbeitet oder auch sonst jeder Einzelne, der eng mit seiner Upline, mit welcher Upline auch immer, eng zusammenarbeitet, eure Upline glaubt mit Sicherheit an euch. 100%. Eure Upline hat keinen Grund, nicht an euch zu glauben. So, aber am Ende des Tages, it doesn't matter. So, es ist völlig egal. Wichtig ist, dass du an dich glaubst. Das ist das Einzige, was zählt. Da kann deine Upline noch so sehr an dich glauben. So, durch den Glauben deiner Upline kann es irgendwann entstehen, dass du selbst an dich glaubst. Daher ist es so wichtig, oft, sage ich mal, an Menschen zu glauben, bevor sie selbst an sich glauben. Aber du musst irgendwann an den Punkt kommen, wo du selbst an dich glaubst. Und sobald du an diesem Punkt bist, wo du selbst an dich glaubst, wird sich alles verändern. Alles. Aber du musst zu 100% den Glauben haben, zu wissen, dass es funktioniert, zu wissen, dass du es erreichen wirst. Ich gebe dir ein Beispiel. Wir haben jetzt Anfang des Jahres. Klassisch ist, ich habe für Ende des Jahres das Ziel, Chairman zu gehen. So ist jetzt bei ganz vielen das Ziel, denke ich mal, bis Ende des Jahres den Chairman zu machen. Und dann fragt man Menschen oft, hey, was ist dein Ziel, was ist dein Rang Ende des Jahres? Und dann hörst du oft, wie Leute sagen, so Ende des Jahres will ich Chairman sein. Und dann sag ich so, ja, wie du willst. Bist du Ende des Jahres Chairman oder willst du Chairman sein? Nee, ich bin am Ende des Jahres Chairman. Dann sage ich, aha, okay. Und warum sagst du dann zuerst, ich will Chairman sein? Ja, sagt man doch so, oder? Nee, sagt man nicht so. Achtet auf eure Worte. Ich sage euch, warum man das nicht einfach nur so sagt, sondern warum das einen viel, viel tiefgründigeren Hintergrund hat. Wenn du einen Urlaub buchst und du in 6 Monaten nach Dubai fliegst, was, by the way, keine gute Idee ist, weil da ist Hochsommer, aber nur als Beispiel, wenn du in 6 Monaten nach Dubai fliegst, dann sagst du nicht, ich will in 6 Monaten in Dubai sein, sondern du sagst, ich bin in 6 Monaten in Dubai, weil du den Flug gebucht hast, weil du das Hotel gebucht hast, weil du zu 100% weißt, dass du in 6 Monaten in Dubai sein wirst. Weil es ist alles gebucht, es steht alles, es ist alles fertig, it's already done. Aber wenn du genauso sehr daran glauben würdest, dass du Ende des Jahres Chairman bist, wie dass du in 6 Monaten in Dubai bist, dann würdest du auch automatisch sagen,
in 12 Monaten bin ich Chairman. Und nicht in 12 Monaten will ich bla bla bla. Zu 100%. Weil das, was diese kleinen Worte will, werde, bin, diese kleinen Worte machen einen so unglaublich großen Unterschied. Das lässt, wenn du weißt, was diese Worte bedeuten, lässt so tief einblicken ins Unterbewusstsein, wie sehr jemand wirklich an etwas glaubt, wie sehr jemand wirklich glaubt, dass etwas passieren wird. Weil der einzige Grund, warum du sagst, ich will, statt ich bin oder ich werde oder sonst was, ist, weil es dein Unterbewusstsein noch nicht glaubt. Du versuchst es dir einzureden. Du bist gerade in dem Prozess, es dir einzureden, aber du glaubst es selber noch nicht. Du hast immer noch irgendwelche Zweifel. Und wo diese Zweifel herkommen, musst du selbst rausfinden. Die können daher kommen, dass du dich besser kennst als sonst irgendwer. Dass du ganz genau weißt, was du machst und sonst keiner hinschaut. Und wenn niemand hinschaut und du nicht das machst, was du machen würdest, wenn jeder hinschaut, ist das genau der Grund, warum du dir selber nicht glaubst. Weil du weißt, dass du mehr Potenzial hast. Weil du weißt, dass du noch mehr machen könntest. Und deswegen glaubst du dir nicht. Und deswegen sagst du nicht automatisch, ich werde, sondern ich will. Und du sagst nicht, ich oder du sagst nicht, ich bin. Oder ich werde, sondern du sagst, ich will. Aus genau diesem Grund. Weil du es dir noch nicht selber glaubst. Und daran müssen wir arbeiten, Leute. Daran wirklich an diesen Punkt zu kommen, dass wir es uns nicht nur einreden, sondern dass wir es wirklich zu 100% auch glauben. Und dass wir es uns selber zu 100% glauben, funktioniert nur über die Punkte, die ich oben schon genannt habe. Wie eben Burning Desire und No Excuses, Work Ethic. So. Weil wenn du die Work Ethic, wenn du die Arbeit reinsteckst, wenn du keine Ausreden hast, so wenn du Burning Desire hast, Burning Desire, damit meine ich, dass du Feuer in den Augen hast, dass du brennst dafür, dass du nichts anderes im Kopf hast, dass du Vollgas gibst, dass du Push-Mentality hast, dass du jedes Mal dich nicht von irgendwelchen Neins oder Rückschlägen oder so beeinträchtigen lässt, sondern dass du immer weitermachst, weiter, bis irgendwas passiert und dann wieder von vorne. Wenn du diese Dinge tust, dann wirst du auf die Frage, was ist dein Goal für Ende des Jahres, immer antworten, Ende des Jahres bin ich Chairman. Weil du es dir dann selber glaubst. Weil du weißt, dass du 100% jeden einzelnen Tag gibst. Und ich will nicht irgendwie hören, ja, ich gebe 110% oder sonst was, alles Bullshit, gib 100%, mehr kannst du nicht geben. Mehr als 100 gibt es nicht, alles andere ist Käse. So. So, gib 100% jeden Tag. Und wenn du nicht jeden Tag 100% gibst, sondern weniger, umso mehr du weniger gibst, desto mehr wirst du dir selbst nicht glauben, dass du das erreichen wirst, was du dir versuchst einzureden. Und damit auf jeden Fall, Leute, Justin hat es gerade reingeschrieben, I am Chairman, und das ist auch genau das. I am Chairman. So muss es auch sein. In deinem Kopf ist es already done. Genauso wie der Flug und das Hotel bereits gebucht ist und du deswegen weißt, it's already done, ich werde fliegen. Genauso muss es mit deinem Rank sein. It's already done. Ich gebe jeden Tag alles. Ich habe bisher jeden Tag alles gegeben. Ich werde die nächsten 352 Tage alles geben. Alright, damit gebe ich wieder zurück an Leander. Vielen, vielen Dank, Leute, für den geilen Teamcall. Ich hoffe, ihr konntet euch einiges mitnehmen und habt ein bisschen was mit aufgeschrieben. Und ansonsten freue ich mich auf jeden Fall, euch alle dann leider doch 2 Monate später in Barcelona zu sehen. Nehmt es aber positiv, dass das Ganze 2 Monate verschoben ist. Ich weiß, für den einen oder anderen ist vielleicht ein bisschen Struggle mit Umbuchen. An sich sollte aber in den meisten Fällen das kein Problem sein, gerade bei den größeren Airlines soll es gar kein Stress sein, umzubuchen. Hotels in den meisten Fällen sollte auch immer klar gehen. Und nimmt es von dem Aspekt her positiv mit, dass wir 2 Monate länger Zeit haben, um noch mehr Leute mitzunehmen. Dass vielleicht auch bei euch, ich weiß nicht, vielleicht ist auch bei euch der ein oder andere im Team, der schon versucht hat, über die letzten Tage irgendwie dann Tickets zu verkaufen. Ich sage euch ganz ehrlich, damals, als ich im Network gestartet bin, ich habe auch immer mehr Tickets gekauft als das, was ich gebraucht habe. Aber ich bin nie hergegangen und habe versucht, Tickets zu verkaufen, 3-4 Wochen, bevor dann das Event war. Sondern die Zeit habe ich genutzt, um einfach neue Leute zu starten, die direkt mit nach zum Event zu nehmen und denen den bestmöglichen Start bieten zu können, den die überhaupt haben können. Und dafür haben wir jetzt eben 2 Monate mehr Zeit, dass wirklich jeder das volle Potenzial aus seinen Tickets ausschöpfen kann, nichts irgendwie dann noch günstiger oder so weiterverkaufen muss und wir alle dann, sag ich mal, noch mehr Leute in Barcelona sein werden. Ich werde ein paar Tage vor dem Event da sein. Ich werde ein paar Tage nach dem Event noch in Barcelona sein. Das heißt, egal, wann eure Teamtrainings angesetzt sind, ob die vor der Convention sind oder ob die nach der Convention nochmal sind in den Airbnbs. Ich werde auf jeden Fall am Start sein. Wir werden uns alle sehen. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, Spanien mit euch allen komplett, wie schon im Chat steht, abzureißen. Und damit zurück zu dir, Mr. OG Leander. Let's go.
Danke, 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 Bro. Gerne. Absolut, absolut heftiger Part, absolut geiler Mehrwert. Und ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon aufs Barcelona-Team-Training. Sind legendär. Ey, Leute, ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis dann. Danke dir. Ciao, ciao. Leute, ihr habt es gehört, ihr habt es gehört. Erstmal auch nochmal ganz kurz zu Barcelona. Auch das ist ein Blessing. Es ist ein Blessing. Ich weiß, für den einen oder anderen dachte sich erst, ah, mein Flug, oh, dies, das und jenes. Aber es ist ein Blessing. Ich habe schon zwei gute Gründe direkt reingeschrieben. Und zwar erstens, es wird wärmer sein. Ja, Barcelona im Februar. Ich habe mir eh schon gedacht, wer hat sich das ausgedacht? Irgendwas muss passieren, dass da gutes Wetter kommt. Ich habe es gefühlt schon angezogen, ja, dass wir im April jetzt fliegen. Dass das Wetter auch gut ist, dass wir 20 Grad haben, vielleicht auch ins Meer springen können oder sonst was. Uns ein cooles Airbnb ziehen können mit Pool und den Pool auch nutzen können. Ja, deswegen, das wird auf jeden Fall schon mega wild. Und glaubt mir, wir werden auch da erstmal nochmal viel, viel mehr Leute sein. Das heißt, jeder von euch hat auch im Endeffekt die Möglichkeit, ja, nicht nur selber hinzugehen in Barcelona, sondern wahrscheinlich auch noch Leute mitzunehmen nach Barcelona. Eric Worre, der Buchautor von GoPro, ja, einer der größten Legenden im Network Marketing, hat auch immer gesagt, so viele Personen wie du im Endeffekt zu einer internationalen Convention mitnimmst, ja, pro Person wirst du im nächsten Jahr $1,000 mehr verdienen. Okay, das heißt, jetzt hat jeder im Endeffekt auch bis April nochmal ein Goal und kann sagen, okay, hey, wie viele Menschen möchte ich mitnehmen? Wie viele Menschen möchte ich sollen durch mich impacted werden, einfach mit nach Barcelona zu kommen, da ihr Leben komplett zu verändern. Ich sage euch, auf diesen Convention passieren die krassesten Switch-Momente, Klick-Momente bei den Leuten. Ja, ich kann euch auch sagen, Ali hatte einen krassen Klick-Moment, Jakob hatte einen krassen Klick-Moment in London. Ich hatte mehrere andere Leute, die in London mit am Start waren, die krasse Klick-Momente hatten. Ich hatte damals in Las Vegas einen heftigen Klick-Moment. Ja, es ist so wild, ihr werdet merken, wer von euch nach Barcelona geht, ihr seid danach gefühlt, ihr geht wie ein anderer Mensch daraus, ja, wie ein viel disziplinierterer Mensch, ihr geht raus wie eine Person mit noch viel mehr Belief, ja, nicht nur in IAM, sondern vor allem auch in sich selbst, ja, weil ihr die ganzen Erfolgsstories seht, weil ihr die Person vor eurer Nase seht, anfassen könnt, die im Endeffekt nur aus Go Live könnt, nur aus irgendwelchen Teamcalls kennt und merkt, genauso wie ich damals mit Maurice, wow, das ist nur ein ganz normaler Mensch, genauso wie du und ich. Und wenn die Person das geschafft hat, dann kann ich das auch. Ja? Und wie Maurice gesagt, dieser Belief an dich selbst ist das, was alles im Endeffekt verändert. Und den werdet ihr da auf jeden Fall sowas von einkassieren. Leute, wirklich, ich hoffe, ihr habt euch Notizen gemacht. Ich habe so unglaublich viel mitgeschrieben bei Maurice. Ich habe bei mir so eine komplette Seite hier rechts in meinem riesen Bildschirm, habe ich die ganze Seite vollgeschrieben, von oben bis unten. Es waren so geile Sachen bei, die ich jetzt gleich auch direkt nochmal durchgehe und auch gucke, was kann ich jetzt umsetzen? Ja, wie kann ich diese Steps, das, was er uns jetzt mitgegeben hat, wirklich anwenden für jetzt die nächsten Wochen, für dieses Jahr 2022? Wie kann ich mir selbst nicht nur die Motivation geben, sondern die Inspiration geben, ja, auch mich selbst zu motivieren in Phasen, wo es vielleicht mal nicht so gut ist? Okay, wie muss mein Tagesablauf genau aussehen? Ja, ganz, ich bin euch ehrlich, ich hatte es auch immer wieder, habe ich diese Phasen gehabt, wo ich mir eingeredet habe, ich bin gerade produktiv, weil ich jetzt gerade ein Mentorship gucke. Ich bin gerade produktiv, weil ich gerade irgendwelche erfolgreichen Leute oder so mir anschaue. Ja, aber wie ihr gerade gesagt habt, nicht zu den Zeiten, wo man im Endeffekt Besseres machen kann, wo man wirklich, wo es wirklich darauf ankommt, die MMAs zu machen. Ja, ich kann morgens früh, wenn ich mit keinem telefonieren kann oder sonst was, da kann ich im Endeffekt meine Mentorships gucken. Da kann ich im Endeffekt mir erfolgreiche Menschen raussuchen und mir die anschauen, was die machen, mich inspirieren lassen durch irgendwelche Lifestyle-Videos oder sonst was. Ja, oder spät abends, aber nicht zu der Primetime. Und jetzt noch zum Abschluss zwei Punkte. Ich beende aber schon mal das Recording. So.